Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Schmückt das Fest mit Maien. Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Pfingstfreitag. Das schönste Jubiläum ist dieses Jahr. 500 Jahre evangelisches, 500 Jahre Gemeindegesangbuch. 1524, also vor einem halben Jahrtausend, sind die ersten Gesangbücher erschienen. Nach evangelischer Lehre sind alle Menschen mit Gott vertrauen. Sie alle sind Priesterinnen und Priester und dürfen darum handeln im Gottesdienst als liturgisches Fachpersonal. Und darum werden kurz nach dem Entstehen der ersten Lieder 1524 die ersten Sammlungen mit deutschsprachigen Kirchenliedern gedruckt. Heute, Freitag vor Pfingsten, nehme ich schon einmal ein Pfingstlied. Und zwar mein liebstes. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 135 und stammt von Benjamin Schmolk. Der war Pfarrer an der Schlesischen Friedenskirche in Schweidnitz, heute UNESCO-Welterbe. Vielleicht liebe ich dieses Lied so sehr, weil es diese beschwingte Melodie hat, die Sie jetzt hören. Aber auch die Worte tanzen förmlich pfingstlich beschwingt, Gottes Geist für Herz und Zunge und Lunge, für Leib und Seele. Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an, denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen. Machet ihm die Bahn, nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit Licht und Heil erfüllen und den Kummer stillen. Ja, das ist Pfingsten, geistvoll werden, Licht empfinden im eigenen Inneren und der jahralte Kummer wird gelindert, wird gestillt, wird still. Und das wünschen wir der ganzen Kirche an Pfingsten, an ihrem Geburtstag, wünschen ihr zum Geburtstag, dass sie aus Starre und Unfruchtbarkeit erblüht zu neuem Leben. Benjamin Schmolk sieht darin Gottes Geist nicht nur als Feuer, sondern auch als Regen. Und manchmal, gerade jetzt im Frühjahr, kann man ja auch manchmal sehen, wie der Regen zuweilen silbern, zuweilen aber auch golden im Licht schimmert. Goldener Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der Kirche Feld. Lasse Ströme fließen, die das Land begießen, wo dein Wort hinfällt. Und verleih, dass es gedeih, hundertfältig Früchte bringe, alles ihm gelinge. Und für die Zeiten unserer eigenen Not und Finsternis, lasst uns mit diesem Lied bitten, hilf das Kreuz uns tragen und in finstern Tagen sei du unser Licht. Trag nach Zions Hügeln uns mit Glaubensflügeln und verlass uns nicht, wenn der Tod die letzte Not mit uns will zu Felde liegen, dass wir fröhlich siegen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.